Hallihallo, werte Makita-Community und damit ein recht herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute für euch ein Gerät, welches meines Wissens nach in dieser Form erst seit kurzer Zeit auf dem Markt ist und worauf mit Sicherheit auch schon viele eine ganze Weile gewartet haben. Genauer gesagt, heute auf dem Tisch das neue Makita Akku Heißluftgebläse, das DHG 181 im 18-Volt-Format. Was dieses kompakte neue Gerät so zu bieten hat, ob es was taugt und für wen sich eine Investition lohnt, ich würde sagen, finden wir es heraus. Deswegen starten wir gleich nach dem Intro, aber wie üblich, falls noch nicht geschehen, dann definitiv diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren sowie die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise von diesem kompakten Gerät findest du unten in der Videobeschreibung und damit los geht's nach dem Intro. Das heutige Video wurde gesponsert von Intunext, einem Anbieter für Cloud-Speicher mit hoher Kompatibilität und absoluter Privatsphäre. Im Vergleich zu herkömmlichen Datenspeicherdiensten handelt es sich bei Intunext um ein Open-Source Zero-Knowledge-Anbieter, welcher auf Grundlage der Blockchain-Technology beruht. Dies bedeutet, die in der Cloud gespeicherten Daten sind äußerst sicher und können von keinem anderen als vom Eigentümer selbst, also dir, eingesehen werden. Der Dienst kann entweder direkt über den Webbrowser oder aber auch durch das mitgelieferte Programm für alle gängigen Betriebssysteme am PC oder Smartphone aufgerufen werden. Alle von mir verwendeten Geräte erreichten im Test hohe Geschwindigkeiten, sowohl im Download als auch beim Upload in die Cloud. Ein guter Internetanschluss selbstverständlich vorausgesetzt. Auch die Preisgestaltung des Dienstes ist durchaus moderat. Die ersten 10 GB sind bei Intunext komplett kostenfrei, wohingegen man für 3,50 Euro im Monat insgesamt 200 GB Speicherplatz erhält. Wer sich hingegen für eine dauerhafte Cloud-Lösung bei Intunext entscheidet, bekommt zudem durch den unten in der Videobeschreibung aufgeführten Code weitere 20% Rabatt. Also egal ob Speichern, Verwalten von Daten, Teilen von Bildern oder Sichern von Backups, wer die maximale Privatsphäre möchte, der sollte sich den Dienst von Intunext einmal etwas genauer anschauen. Es wird sich lohnen. Es ist das erste 18-Volt-Akku-Heißluftgebläse von Makita auf dem deutschen Markt. Wie immer alle Angaben ohne Gewähr. Und zwar, es geht um das Makita DHG 181, ein Gerät, auf welches mit Sicherheit die meisten, genauso wie ich, schon eine ganze Weile gewartet haben. Und nun ist es endlich soweit. Es steht hier vor uns auf dem Tisch, wodurch wir uns dieses Gerät im heutigen Video einmal ausführlich anschauen können. Wie man sehen kann, das Makita Akku Heißluftgebläse DHG 181ZK kommt in dieser Version in einem kleinen praktischen Tragkoffer, natürlich in dem türkisen Makita Farbton, vorne der große Makita Schriftzug drauf, ansonsten sehr sichtlich sehr kompakt und auch nicht unbedingt schwer. Bezüglich der Abmessung des Tragkoffers haben wir hier Maße von ungefähr 430 mm mal 360 mal 110 mm. Das heißt, der gesamte Tragkoffer ist, wie gesagt, sehr kompakt, kann also problemlos auch transportiert und verstaut werden. Hinzu kommt, wie man sehen kann, auf der Oberseite befindet sich ein praktischer Traggriff. Dieser ist ebenfalls mit einer leichten Kontur versehen, hat dadurch ebenfalls eine höhere Griffigkeit, wobei ich sagen muss, dass der gesamte Koffer nicht unbedingt schwer ist. Das heißt, dieser lässt sich definitiv ohne Schwierigkeiten transportieren. Und somit würde ich sagen, werfen wir nun einmal einen Blick in den Tragkoffer und schauen uns das eigentliche Akku-Heißluftgebläse etwas genauer an. Das ist es also nun, das Makita Akku-Heißluftgebläse DHG 181. Wie man sehen kann, ein riesen Koffer und ein winziges Gerät. Das heißt, wir haben hier definitiv eine ganze Menge an Platz für weiteres Zubehör. So zum Beispiel oben links einmal der Platz für das typische Makita Ladegerät DC18RC. Hier zwei weitere Plätze für große Akkus, das heißt zum Beispiel 5 Amperestunden. Und oben rechts das eigentliche Heißluftgebläse mit den ganzen Düsen. Dies bedeutet wiederum, dass man dieses Akkugerät definitiv auch als Set bekommt, das heißt Werkzeug, zwei Akkus und das Ladegerät. Ich werde dir alle Varianten ebenfalls einmal unten in der Videobeschreibung mit verlinken.
Da es sich hierbei aber nur um die Solo-Version handelt, bekommen wir aus dem Tragkoffer entsprechend kein Akku oder Ladegerät mit dazu, sondern in diesem Set enthalten einmal natürlich das eigentliche Akkugebläse, das DHG 181, vier passende Düsen und nicht zu vergessen die Bedienungsanleitung, ebenfalls ausgelegt für das Makita DHG 180, als auch das 181er aktuell vor uns. Und genau dieses Teil werden wir nun einmal zusammen etwas genauer unter die Lupe nehmen, um zu sehen, was es so zu bieten hat bzw. wie es sich schlägt. Beim ersten in die Hand nehmen merkt man schnell, das Makita DHG 181 ist jetzt nicht das kleinste und kompakteste Gerät auf dem Markt. Größentechnisch vergleichbar mit einem guten Mittelklasse-Akkuschrauber, aber diesbezüglich deutlich leichter. Genau dafür, also hier einmal kurz die Waage, wollen wir doch einmal sehen, was das Akkugebläse wirklich auf den Hüften hat, beginnen wir mit dem reinen Solo-Gerät. Und wie man sehen kann, wir haben hier ein Nettogewicht von gerade einmal 700 Gramm, das heißt, das Teil ist wirklich extrem leicht. Und passend dazu natürlich auch einen großen Akku, denn ich kann mir gut vorstellen, dass das Teil einiges an Leistung ziehen wird, deswegen 18 Volt 5 Amperestunden und wir kommen auf ein Bruttogewicht von immerhin gerade einmal 1300 Gramm, was ebenfalls nicht unbedingt viel ist. Nicht zuletzt, aufgrund des geringen Gewichts und des ergonomischen Handgriffs, wie wir ihn auch bei den ganzen anderen Akkuschraubern von Makita wiederfinden, besitzt das Heißluftgebläse eine angenehme Handhabung. Der Handgriff selbst ist dabei meiner Meinung nach zwar recht eng dimensioniert, das heißt, bei sehr großen Händen könnte es hier schon kritisch werden, wie man sehen kann. Nach oben und unten habe ich selbst persönlich schon recht wenig Platz. Trotzdem muss ich sagen, für meine Hände ist der Handgriff immer noch recht angenehm. Und wie man sehen kann, alles hier in Schwarz ist eine entsprechende Gummierung. Damit ist dieser ebenfalls sehr rutschfest. Direkt darüber zu finden die wichtigsten Bedienelemente des Akku-Heißluftgebläses. Dazu zählt unter anderem logischerweise einmal der Trigger zum Aktivieren, als auch ein weiterer kleiner Knopf direkt dahinter. Am Anfang dachte ich, hier handelt es sich um die Entriegelung, das ist aber nicht der Fall, denn wenn man einmal etwas genauer hinschaut, sieht man bereits, der Trigger besitzt hier eine neuartige, vielleicht etwas gewöhnungsbedürftige Entriegelung. Nach längerem Ausprobieren muss ich sagen, finde ich diese Art der Entriegelung recht angenehm. Das heißt, man muss hier nicht mit einem anderen Finger oder dergleichen die Entriegelung durchführen, sondern kommt automatisch, wenn man den Trigger betätigt, von oben auf den Auslöser und damit ist das Ganze gleichzeitig entriegelt. Nicht zu vergessen, direkt dahinter dieser kleine schwarze Knopf, dieser dient nämlich der Arretierung des Gebläses. Das heißt, einmal hier kurz draufdrücken, diesen Knopf betätigen und damit ist das Gebläse dauerhaft auf der Einposition arretiert. Diesbezüglich muss man aber auch sagen, dass sich der Knopf lediglich auf der linken Seite befindet und wir auf der rechten Seite keinen Knopf zum Arretieren finden. Das heißt, alle Linkshänder könnten hiermit dann durchaus Probleme bekommen. Machen wir weiter auf der Unterseite des Geräts. Hier befindet sich, wie ersichtlich, erst einmal der Akkuschacht für die 18 Volt Akkus. Diesbezüglich muss man sagen, das Heißluftgebläse läuft ausschließlich mit den 18 Volt Akkus. Und wie bereits schon erwähnt, ich vermute einmal, dass das Gerät bei den Temperaturen, die es hier vorne entwickelt, auch definitiv einiges an Leistung ziehen wird. Deswegen empfehlenswert ein großer 18 Volt Akku, zum Beispiel mit 5 oder 6 Amperestunden. Dieser wird dabei ganz einfach von vorn in den Akkuschacht eingeschoben und rastet sicher ein. Um mit diesem Gerät auch in dunklen kleinen Ecken arbeiten zu können, finden wir unten am Fuß der Maschine eine verbaute LED. Diesbezüglich eine ganz normale LED, nichts Besonderes, keine Doppel-LED oder dergleichen. Ich würde sagen, wollen wir mal sehen, was diese kleine Mini-LED so an Lichtausbeute zu bieten hat. Genau dafür, also hier einmal kurz das Studiolicht ausgeschaltet und nun würde ich sagen, werde ich einmal hier das Heißluftgebläse aktivieren. Und so sieht das Ganze nun im Dunkeln aus, wie prognostiziert. Die kleine LED bringt natürlich Licht ins Dunkle, aber ist von der Lichtausbeute recht mager. Ich muss sagen, eine Doppel-LED hätte es hier definitiv besser getan, aber immerhin, sie besitzt eine Nachklimmfunktion. Das nächste Bedienelement des Makita DHG 181 finden wir direkt darüber ebenfalls am Fuß platziert. Hier befindet sich, wie ersichtlich, ein kleiner schwarzer Schalter mit genau zwei Stufen. Und zwar, es geht um die Luftmengenregulierung. Denn das Makita Akku Heißluftgebläse besitzt, was den Trigger anbelangt, lediglich ein On-Off-Switch. Das heißt, hier können wir die Luftmenge nicht regulieren. Das Ganze geschieht durch diesen kleinen Schiebeschalter mit zwei Stufen.
Dabei schafft das Heißluftgebläse in der ersten Stufe maximal 120 und in der zweiten Stufe maximal 200 Liter in der Minute. Verglichen mit einem kabelgebundenen Heißluftgebläse sind 200 Liter in der Minute natürlich nicht unbedingt viel. Aber ich würde sagen, erst einmal abwarten, wie sich das Gebläse so im Praxistest schlägt. Damit verbunden würde ich vorschlagen, machen wir doch nun einmal kurz einen Lautstärke-Check, um zu sehen, wie viel Dezibel denn dieses kleine Gebläse sowohl in Stufe 1 als auch Stufe 2 produziert. Beginnen wir mit Stufe Nummer 1 in einem Abstand von ungefähr einem Meter. Und wie man sehen kann, in Stufe Nummer 1 produziert das Gebläse eine Lautstärke-Emission um die 57 Dezibel. Deswegen nun noch einmal das Ganze wiederholt in Stufe Nummer 2. Und wie man sehen konnte, Stufe Nummer 2 schlägt mit ungefähr 10 Dezibel mehr zu Buche. Das heißt maximal in Stufe Nummer 2 um die 67 Dezibel, was zugegeben recht leise ist. Weiter geht's beim Herzstück des Akku-Heißluftgebläses und zwar ganz klar am Kopf der Maschine, wo sowohl der Motor als auch die Heizelemente drinstecken. Wie man sehen kann, ist das gesamte Heißluftgebläse bezüglich der Baulänge recht kurz. Und zwar das Ganze einmal hier in Zahlen. Wir haben nämlich eine Gesamtbaulänge von um die 170 mm und das, obwohl hier die Heizelemente als auch der normale Bürstenmotor drinstecken. Die Temperaturregelung erfolgt wiederum durch ein kleines Rädchen auf der Rückseite. Wie man sehen kann, dies ist sowohl mit Plus und Minus als auch mit mehreren Zahlen gekennzeichnet. Und zwar besitzt das Makita DHG 181 insgesamt 6 Stufen, wobei ich sagen muss, dass das Rädchen selbst schön leichtgängig und präzise eingestellt werden kann. In Stufe Nummer 1 leitet dabei das Heißluftgebläse die Umgebungslufttemperatur oder die Umgebungsluft einmal komplett ungeheizt durch. Diesen Modus würde man dann zum Beispiel zum Abkühlen der Düsen oder zum Abkühlen von Oberflächen verwenden. Stufe Nummer 2 bis 6 wiederum machen richtig Temperatur und zwar schafft das Heißluftgebläse Temperaturen bis maximal 550 Grad. Mit diesen hohen Temperaturen sollte es dann auch problemlos möglich sein, jegliche Kunststoffe weich zu machen und diese zu biegen bzw. Aufkleber etc. zu entfernen. Apropos, wo wir gerade schon einmal bei den Anwendungsbereichen sind, hier nochmal ein paar Worte zu den mitgelieferten Düsen. Und zwar gibt es aus dem Lieferumfang gleich 4 dieser Düsen mit dazu. Dazu zählt unter anderem eine Reduktionsdüse, wodurch der Luftstrom verjüngt wird, eine Reflektordüse zum Weichmachen und Biegen von Kunststoffrohren, eine Glasschutzdüse, wodurch man zum Beispiel Spachtelmasse an Fenstern entfernen kann und eine Breitschlitzdüse. Die Montage ist dabei bei allen Düsen vollkommen identisch. Und zwar wird die Düse einfach vorne auf das Akku-Heißluftgebläse draufgesteckt und ist damit montiert bzw. sollte von allein nicht mehr abfallen. Auf der anderen Seite eventuell etwas umständlicher und zwar das Wechseln der Düsen. Denn sobald ich das Gerät einmal länger benutzt habe und die Düse ebenfalls um die 550 Grad heiß ist, möchte ich diese natürlich mit der Hand bzw. mit Handschuhen nicht mehr anfassen. Genau deswegen befindet sich direkt dahinter dieser schwarze Ring, wodurch das Abstoßen der Düsen möglich ist. Ich muss sagen, der Mechanismus zum Lösen der Düsen funktioniert soweit wirklich ziemlich gut, das heißt sehr geschmeidig, kein Haken oder dergleichen zu verspüren und da die Düsen ja in diesem Sinne nicht einrasten, sollte es auch hier keine Probleme mit Verkanten geben. Wie heiß wiederum die Maschine hier vorne während der Benutzung wird und ob sie sich noch problemlos anfassen lässt, das wird anschließend der Test zeigen. Last but not least zu erwähnen, auf der Rückseite des Akkugebläses befindet sich weiterhin ein kleiner Metallhaken, wodurch es möglich ist, das Gerät auch entsprechend gut zu verstauen, wenn man denn den Tragekoffer nicht verwenden möchte. Diesbezüglich muss ich sagen, finde ich den Mechanismus ebenfalls sehr, sehr praktisch und platzsparend, denn wie ersichtlich, so lässt sich das Gebläse ja recht schlecht verstauen oder aufhängen. Genau deswegen finden wir links daneben diesen kleinen Entriegelungsknopf, wenn wir einmal draufdrücken, springt der Haken raus und wir können das Gebläse entsprechend gut aufhängen. In Ordnung. Das heißt also, wir haben uns nun einmal das neue Makita Akku-Heißluftgebläse, das DHG 181, ausführlich in der Theorie angeschaut. Und nun würde ich sagen, ist es an der Zeit für den Test. Wollen wir doch einmal sehen, ob es hier wirklich das hält, was es verspricht. Deswegen lehnt euch zurück. Los geht's nun mit dem Praxistest.
Also dann, los geht's mit dem Praxistest. Wollen wir doch einmal sehen, was das neue Makita Akku Heißluftgebläse DHG 181 wirklich so zu bieten hat. Um das Gebläse während des Tests mit genügend Leistung zu versorgen, verwendete ich, wie man sehen kann, einen großen 5 Ampere-Stunden Akku, welchen ich vorab voll geladen hatte. Ich hoffe, damit sollte das Gerät eine Weile durchhalten. Des Weiteren verwendete ich das Akku Heißluftgebläse in der höchsten Leistungsstufe Nummer 6 und Geschwindigkeitsstufe Nummer 2, wie man am Fuß des Geräts sehen kann. Hinzu kommen die 4 mitgelieferten Aufsätze wie die Reduktionsdüse, die Schutzdüse, Breitschlitzdüse und die Reflektordüse. Im Test versuchte ich dabei auf alle 4 Düsen einzugehen, dazu aber gleich mehr. Hinsichtlich der Testmaterialien entschied ich mich für ein Kunststoffrohr in Verbindung mit der Reflektordüse, ein kleines Holzbrett, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob dieses wirklich zum Einsatz kommt, eine kleine Farbwanne mit bereits ausgehärteter Farbe, ein paar Aufkleber bzw. last but not least ein Infrarotthermometer zum Messen der Temperatur. Und damit würde ich sagen, starten wir gleich einmal mit der Temperaturmessung. Hierfür habe ich das Heißluftgebläse auf maximaler Stufe entsprechend warm laufen lassen und dabei versucht, die Temperatur zu messen. Zugegeben hatte ich mir dies in der Theorie deutlich einfacher vorgestellt. Das Problem mit dem günstigen Infrarotthermometer ist es nur bedingt möglich, eine solch kleine Stelle haargenau zu treffen. Hinzu kommt, dass der Laserpunkt nicht genau die zu messende Stelle widerspiegelt. Summa summarum kann man sagen, dass die Messung mit dem Infrarotthermometer hinfällig ist und in diesem Sinne kein eindeutiges Ergebnis gebracht hat, weswegen ich diesen Ansatz nicht weiter verfolgen werde. Aus diesem Grund widmete ich mich also nun den realen Anwendungsbereichen, wobei ich mit der Reflektordüse und dem Kunststoffrohr begann. Bereits nach ein paar Sekunden in Stufe Nummer 3 wurde das Kunststoffrohr leicht flexibel und konnte verformt werden. Empfehlenswert dennoch, bei solch dickem Material ist meiner Meinung nach eher Stufe Nummer 4. Hiermit konnte ich das Kunststoffrohr zügiger hitzen und deutlich einfacher biegen, wie man im Video sehen kann. Wer hingegen mit dieser Vorrichtung nicht wirklich klarkommt, kann auch problemlos den Aufsatz entfernen und das Objekt durch zügigeres Rotieren von allen Seiten erhitzen und dann biegen. Beim nächsten Anwendungsbereich entschied ich mich für die Farbwanne im Zusammenhang mit der montierten Flachdüse. Wie zuvor auch versuchte ich in der mittleren Stufe die bereits ausgehärtete Farbe mit dem Heißluftgebläse und einem Schraubendreher zu entfernen. Wie zu erkennen, klappte dieses Prozedere ohne Schwierigkeiten, wobei sich die Farbe nach dem Erhitzen ganz einfach lösen ließ. Ein weiterer typischer Einsatzbereich eines Heißluftgebläses besteht selbstverständlich aus dem Lösen von Aufklebern. Passend dafür habe ich mir gleich einmal 2 Arbeitsblöcke aus der Werkstatt geschnappt und diese von den nervigen Aufklebern befreit. In diesem Fall entschied ich mich ebenfalls für die Verwendung der Flachdüse sowie mittlere Leistungsstufe 3 bis 4. Damit sollte sich diese problemlos lösen lassen und nicht gleich schmelzen. Wie man sehen kann, klappte das Entfernen der Aufkleber nach dem Erhitzen sehr zügig und in einem Stück. Außerdem verblieben auf den Arbeitsblöcken keinerlei Rückstände oder Kleberreste. Im Großen und Ganzen kann ich zusammenfassend sagen, war der Praxistest also ohne Frage ein großer Erfolg. Das neue Makita 18 Volt Akku Heißluftgebläse DHG 181 kann sich meiner Meinung nach definitiv sehen lassen und sollte in eigentlich keiner Werkstatt fehlen. Egal ob für Schrumpfschläuche, entfernt von Lack, Farbe oder Aufklebern, Verformen von Kunststoffrohren und, der Einsatzbereich ist sehr breit aufgestellt. Mit einem Temperaturbereich von bis zu 550 Grad können die allermeisten Anwendungen abgedeckt werden, wobei man sich für längeres Arbeiten mindestens einen zweiten großen Akku einpacken sollte. Denn das Gerät ist, wer hätte es gedacht, sehr leistungshungrig, sodass es nach dem kurzen Praxistest bereits den großen 5 Ampere-Stunden Akku zur Hälfte leer gesaugt hatte. Und damit bist du gefragt, was hältst du von diesem neuen Akku Heißluftgebläse von Makita? Schreib mir doch gerne mal deine Meinung unten in die Kommentare. Ich bin wie immer sehr, sehr gespannt auf dein Feedback. Und somit war es nämlich auch schon mit diesem Video. Falls es dir gefallen hat, dann zeig es gerne mit einem Daumen nach oben. Und falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt noch schnell kostenlos abonnieren plus die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und damit würde ich sagen, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund und tschüss.